Ich möchte auch noch etwas sagen zu den Vereinigten Staaten, zu der Bewilligung der Finanzhilfen, der Rüstungs- und Waffenhilfen für die Ukraine. 61 Milliarden Dollar sind dort jetzt freigegeben worden. Das hat zu einem großen Jubelgeschrei in der deutschen Presse geführt. Man muss natürlich sagen, das ist nicht das erste Finanzpaket, es sind nicht die ersten Waffenlieferungen. Trotzdem ist die Ukraine im letzten Jahr in diesem Krieg immer mehr in die Defensive geraten. Die Defensive begann ja nicht erst, als die Waffenhilfen stockten. Und Militärexperten weisen immer wieder darauf hin, dass jetzt gerade auch das Problem besteht, dass der Ukraine nicht nur die Waffen ausgehen, sondern vor allem die Soldaten ausgehen, weil die Menschen einfach nicht mehr bereit sind, sich in diesem sinnlosen Krieg verheizen zu lassen. Über 600.000 junge Männer sind innerhalb der EU, sind also geflohen, damit sie nicht eingezogen werden. Und daran wird auch dieses Waffenpaket nichts ändern. Es verlängert das Sterben. Und ganz nebenbei wundere ich mich auch, dass das niemand in Deutschland thematisiert hat. Diese Waffenhilfen sind zu einem erheblichen Teil per Kredit erteilt worden. Das heißt, bezahlt wird es nicht von den amerikanischen Steuerzahlern. Es wird sicherlich auch nicht von den Ukrainerinnen und Ukrainern oder von Zelensky bezahlt, auch wenn Zelensky doch offensichtlich mehrere Millionen in irgendwelchen Steueroasen gebunkert hat, sondern der... Natürlich werden wir Europäer da einen großen Teil von zahlen müssen, aber das ist doch eine klare Strategie. Man legt den Würgegriff um die Ukraine den Würgegriff immer enger. Also die Ukraine war ja vorher schon bei westlichen Finanzinstitutionen, IWF, Weltbank, hoch verschuldet. Und wenn jetzt noch zusätzliche Schulden dazukommen, die die Ukraine auch wird zurückzahlen müssen, dann sieht die Lage noch katastrophaler für das Land aus. Also dann wird da nie wieder eine Regierung an die Macht kommen, die irgendwie nicht auf jedem Befehl aus Washington sofort springen muss. Also das ist doch völlig klar. Die USA versuchen, die Ukraine hier gezielt noch abhängiger zu machen, den wirtschaftlichen Würgegriff, um die Ukraine noch enger zu legen. Also das ist ja auch eine Strategie, die westliche Finanzinstitutionen immer wieder gefahren haben. Das hat man in Griechenland gemacht, das hat man in Argentinien gemacht, das macht der IWF eigentlich in jedem Land, dem er Kredite gibt. Er versucht, dieses Land immer tiefer in die Schuldenfalle zu locken. Und genau so macht man das jetzt in der Ukraine, deren Situation man ja komplett schamlos ausnutzen kann. Ich meine, man hat alles dafür getan, dass dieser Krieg jetzt möglichst noch Jahre weitergeht und entsprechend kann man die Ukraine jetzt militärisch, wirtschaftlich noch tiefer in den westlichen Block ziehen, als man sich's vorher erträumt hatte. Der ukrainische Staatshaushalt und damit wahrscheinlich dann auch am Ende diese Waffenhilfen wird ja aktuell zu großen Teilen von der Europäischen Union finanziert, nicht zuletzt von Deutschland. Wir zahlen ja auch bei den Europamitteln etwa 20%. Die EU ist größter Geldgeber der Ukraine. Nur die EU, nicht mal die einzelnen europäischen Länder, sondern nur die EU vor den USA. Das sollte man an der Stelle vielleicht mal erwähnen. Also das ist doch auch bemerkenswert, dass also wir hier ein Waffenpaket bejubeln, was wir am Ende zu erheblichen Teilen bezahlen müssen. Ein Waffenpaket, das nur zu noch mehr Tod und Leid führen wird und sicherlich nicht dazu, dass dieser Krieg beendet werden kann. Trotzdem jubelt auch Herr Habeck, dass man jetzt auch in Deutschland die Rüstungsproduktion hoch... Er schreibt es gerade im Chat, nur die EU, also Deutschland ja zu einem Viertel Deutschland ungefähr oder zu einem Drittel. Ich weiß nicht genau, wie der deutsche Anteil am EU-Haushalt ist, aber der bewegt sich in der Größenordnung, ein Viertel, ein Drittel ungefähr in der Größenordnung bewegt sich das, was ja völlig logisch ist angesichts Deutschlands wirtschaftlicher Stärke. Wir sind das bevölkerungsreichste und mit Abstand wirtschaftsstärkste Land in der EU. Entsprechend zahlen wir die höchsten Beiträge. Also ja. Ja, aber darüber wird gar nicht so groß diskutiert. Also wenn aus dem Bundeshaushalt Ukraine-Hilfen fließen, dann gibt es ja wenigstens noch mal am Rande eine kleine Diskussion, ob das jetzt sein muss, dass man 8 Milliarden an dieses korrupte Regime da gibt und die Kindergrundsicherung nur 2 Milliarden bekommt und der Großteil davon für irgendwelche schwachsinnigen Verwaltungsposten draufgeht. Aber bei den Mitteln aus dem EU-Haushalt, da gibt es überhaupt keine Debatte drüber. Also da zeigt sich mal wieder, wie die EU zu einer Mitte der Entdemokratisierung wird. Also wenn es keine Debatte in der Öffentlichkeit darüber gibt, dann gibt es auch logischerweise wenig demokratische Handhabe auf die riesigen Summen, die da von der EU an die Ukraine fließen. Skalieren müsse und um ähnlich also auch waffenlieferfähig zu werden. Abstieg der Wirtschaft und gleichzeitiges Hochfahren der Rüstungsproduktion, so sieht also geniale grüne Wirtschaftspolitik aus.
Das SIPRI-Institut hat ja jetzt erschreckende Zahlen veröffentlicht dazu, wie weltweit die Summen immer mehr angestiegen sind, die verausgabt werden für Waffen und für Rüstung. Es ist ein Rekord, es wird mehr ausgegeben als je zuvor. Und interessant ist, während uns immer gesagt wird, ja, wir müssen ja auch aufrüsten, weil China und Russland aufrüsten. Es stimmt, auch diese Länder haben massiv ihre Rüstungsausgaben erhöht. Das ändert aber nichts daran, dass von dieser Riesensumme über 2.000 Milliarden weltweit, die für Rüstung ausgegeben werden, dass gut 2/3 davon von den westlichen Ländern ausgegeben werden. Also die westliche Welt finanziert 2/3 dieser hohen Rüstungsausgaben. Und erstmal das und zum anderen, wieso rüsten China und Russland denn auf? Also Russland hat ja die letzten 10 Jahre vor Beginn des Ukraine-Krieges sogar eher abgerüstet. Also Russland hat seine Militärausgaben gesenkt. Jetzt einen großen Krieg zu führen und in einem großen Krieg steigen logischerweise erstmal die Militärausgaben. Das ist das Normalste von der Welt, wenn man Krieg führt, dass man da mehr Geld fürs Militär ausgibt. Und China, wieso rüstet China auf? Könnte das damit zusammenhängen, dass es erstmal von amerikanischen Militärbasen umzingelt ist und zweitens andauernd von den USA mit Krieg bedroht wird? Könnte es einen Zusammenhang geben? Also ich, nur mal so zu den Fakten, China hat seit 1979 keinen Krieg mehr mit irgendeinem anderen Land geführt. Ich könnte ja mal all die Kriege zählen, die die USA in der Zwischenzeit schon geführt haben. Also man könnte mit China und mit Russland sicherlich zu internationalen Abrüstungsvereinbarungen kommen, wenn man das wollte. Aber der Westen hat ja zahlreiche Abrüstungsverträge in der Vergangenheit, den INF-Vertrag, das Open Skies-Abkommen aufgekündigt. Also das ist ja nichts Neues. Also ja, wenn man Abrüstung wollte, dann würde man sie wahrscheinlich auch bekommen. Wagenknecht hat es gerade gesagt. Und dann müsste man vielleicht selber erstmal damit anfangen. Allein die USA übrigens 900 Milliarden, im Vergleich dazu Russland gut 100 Milliarden. Deutschland steigt auf in der Skala, das ist das Einzige, wo wir aufsteigen. Also als Wirtschaftsnation fallen wir eher ab, aber als Rüstungsproduzent und auch künftig wahrscheinlich Rüstungsexporteur, da werden wir immer größer. Wir sind jetzt also auf dem besten Weg, der 5. Rüstungsproduzent in der Welt zu werden oder 5. Rüstungsfinanzier der Welt zu werden. Ja, das ist halt die Skala, die offenbar für die Ampel Relevanz hat, für die Menschen in diesem Land ganz sicherlich nicht. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder. Also ich glaube, wenn man den grünen Wählern vor der letzten Wahl gesagt hätte, dein grünes Wirtschaftswunder bedeutet, eure Reallöhne sinken um 5, die Rüstungsproduktion steigt dafür aber exorbitant an, während die Gesamtwirtschaft immer weiter absteigt und unser Land sich deindustrialisiert. Ich weiß nicht, ob die dann wirklich die Grünen gewählt hätten.